Nee? Johannes, komm, wir haben hier extra einen Stuhl für dich hingestellt. Internationales Zentrum Friedberg. Erzählt was über euch. Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung, lieber Klaus, liebe Bärbel, die ist da mit ihrem Mann beschäftigt gerade. Es ist immer wieder eine... Nehmt euch ein Zimmer da hinten. Es ist immer wieder eine Freude, hier an diesem schönen Tag, an diesem schönen Nachmittag bei der Veranstaltung von der Ehrenamtsagentur teilzunehmen, so viele Menschen kennenzulernen. Und ich finde, hier passiert schon was. Hier passiert nämlich, dass man sich auf Augenhöhe begegnet, dass man neue Menschen kennenlernt, auf Menschen zugeht und somit auch eine gewisse Integrationsleistung erbringt. Und das ist auch eigentlich unsere Kernaufgabe von unserer Satzung, dass wir versuchen, Menschen aus unterschiedlicher Religion, Kultur, aus unterschiedlichen Ländern näher zusammenzubringen. Mein Name ist Mehmet Turan. Ich habe die große Ehre, als Vorsitzender diesen Verein heute zu repräsentieren. Und ich reiche gleich das Mikro rüber zu meiner rechten Seite. Das ist unser Ehrenvorsitzender. Johannes, du kannst dich jetzt auch kurz vorstellen. Gut, ich bin Johannes Hartmann und einer der Gründer des Internationalen Zentrums Friedberg. Und wir haben angefangen mit dem Spielefest auf der Seewiese. Das war so die erste größere Aktivität. Und dann 2015 ist die Frage der Flüchtlingshilfe eben weiter in den Vordergrund geraten und Integrationshilfen zu geben für Flüchtlinge. Dafür haben wir Integrationslotsen ausgebildet, die Familien betreuen, die Probleme mit unseren bürokratischen Vorgaben haben, und sei es die Ausländerbehörde oder Wohnungssuche und so weiter. Wobei das fast unmöglich ist momentan. Ja, und dann haben wir den Runden Tisch für Flüchtlinge gegründet. Da waren am Anfang fast 80 Leute hier aus Friedberg, die Integrationshilfe leisten wollten. Und viele haben das auch gemacht und haben Arbeitsgruppen angeboten für Flüchtlinge. Und davon ist jetzt nicht mehr viel übrig. Aber wir haben immer noch eine Fahrradgruppe, die Fahrräder instand setzt von Leuten, die die ihre nicht mehr brauchen und dann an Flüchtlinge abgibt. Und wir haben noch Sprachkurse für Menschen, die halt keine Berechtigung haben, einen Sprachkurs zu besuchen. Das ist auch eine bürokratische Geschichte, die mit den Bundesgesetzen zu tun hat. Und da gibt es viele, die also keinen Sprachkurs bekommen und die bei uns ehrenamtlich Sprachkurs erhalten können. Das macht die Beate Neuwirth jetzt schon seit 2015, und da sind auch vier Gruppen immer noch, die halt Deutsch lernen. Ne? Wer die Sprache nicht kann, kann sich nicht integrieren. Das ist eine wichtige Erkenntnis, und nach der arbeiten wir. Ja, das wird auch nach wie vor sehr nachgefragt, und wir freuen uns, dass wir dieses Angebot weiterhin aufrechterhalten können. Ich könnte jetzt noch stundenlang erzählen, aber ich finde, wir lassen es dabei. Ja, vielen Dank, Johannes. Du hast jetzt schon ein paar Projekte von uns aufgezeichnet. Ich möchte noch mal ergänzend auf das internationale Spielefest hinweisen, was ja einmal im Jahr stattfindet. Es war dieses Jahr am 1. September in Zusammenarbeit mit Mensch macht mit. Hier steht der Vorsitzende Klaus. Und wir haben gesagt, wo Integration ist, da darf Inklusion nicht fehlen. Und wir haben festgestellt, wir arbeiten sehr gut zusammen und ergänzen auch unsere Ideen sehr gut zusammen. Und ihr seid natürlich jederzeit, vielen Dank, ihr seid alle natürlich jederzeit eingeladen. Unsere Sitzungen sind alle öffentlich. Und wer noch Informationen über unseren Verein haben will, wir sind da vorne, kurz vorm Jo, direkt davor besser gesagt. Dort gibt es Broschüren, Flyer, aber auch Ehrenamtliche, die euch vielleicht die ein oder andere Frage erstellen. Und Säckchen werfen. Danke für den Hinweis, Klaus. Wer dreimal in diesen Maissack in das Loch reinwirft, der kriegt von uns eine Broschüre, die heißt Gesichter der Wetterau. Mit diesem Projekt wollten wir zeigen, wie bunt die Wetterau ist. Dass hier nicht nur, sage ich jetzt mal, einheimische Deutsche wohnen, sondern
aus unterschiedlichsten Ländern. Ich glaube, ich habe bei 60, 70 aufgehört zu zählen. So bunt ist unsere Wetterau und das ist auch ganz gut, dass wir bunt sind. Und darauf bin ich auch ehrlich gesagt stolz. Das ist gut. Das ist so gut. Genau so sollte es sein, weil die ganze Welt ist bunt. Ja? Und überall in die Länder, die wir fahren, sind wir auch Nicht-Einheimische. Ja? Und fühlen uns dort trotzdem wohl, fahren dort gerne hin, essen dort gerne und treffen auch dort gerne die einheimischen Menschen und genauso willkommen sollte man auch diese Menschen hier heißen. Ja, Klaus, wenn ich mir noch ganz kurz ein Abschlusswort erlaubt. Ich bin 1976 nach Deutschland aus der Türkei hierher gekommen, die erste Generation aus der Gastarbeiterfamilie und im Religionsunterricht in der Grundschule habe ich ein Wort gehört, das nennt sich Nächstenliebe. Ich war beeindruckt von diesem Wort, weil es auch in meiner Religion, in meiner Philosophie als Alevite das auch gibt, die Nächstenliebe. Und deswegen habe ich das als Gegenstand mit hier vorne auf die Bühne geholt. Da ist ein von Matthäus, es steht, die zweite, aber ihm gleiche ist, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich baue jetzt diese Brücke wieder rüber zu unserem Verein und das ist das Engagement oder dieser Satz, was uns vorantreibt, Menschen, die aus fremden Ländern zu uns zu kommen, als Gäste, als Menschen wahrzunehmen, sie zu respektieren, sie zu tolerieren und wenn sie unsere Hilfe brauchen, dass wir denen Hilfe leisten, weil das ist die Kernaussage von allen Ehrenämtlern. Wir machen das alle ohne Gegenleistung, wir machen das alle aus Nächstenliebe. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Sehr bewegend. Danke.